Wir fangen dann langsam an, würde ich sagen. Kurz zu mir. Ich bin Thomas, bin Head of Development im Sulu-Team. Das ist eine Content-Management-Plattform basierend auf Symfony. Mache da viel technische Beratung und ja, bin so ein bisschen der Technik-Guy hinter dem Setup. Sulu ist grundsätzlich, eine Content-Management-Plattform basierend auf Symfony. Und ich möchte heute ein bisschen über Caching sprechen. Die Frage ist, why? Wieso überhaupt Caching? Wieso ist das System out of the box nicht schnell genug? Die Slides habe ich noch ein bisschen ausgetauscht, inspiriert beim Keynote-Talk heute Morgen. Our code ist gleich poor performance. Und Rule Nummer 2, use Varnish. Also ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der sich mit dem Thema HTTP-Caching oder Caching generell beschäftigt, weil in dieser sehr dynamischen Welt mit den unterschiedlichen Abhängigkeiten, mit den unterschiedlichen Systemen, sind wir gezwungen, Dinge zu cachen, damit wir sie überhaupt ausliefern können. Caching ist grundsätzlich eher ein schwieriges Thema. Es gibt ja diese zwei schwierigen Themen in Computer Science, Caching and Naming. Darum gibt es immer wieder Caching-Vorträge und ich glaube, das Thema beschäftigt uns einfach sehr viel in sehr vielen Bereichen. Wir stürzen uns heute etwas auf das HTTP-Caching, also über die Kontrolle mit den ganzen Headers, und die erste Frage an euch mal: HTTP-Caching, seid ihr voll durch? Brauche ich, weil ich es verwenden muss? Oder ja, läuft irgendwie oder sagt mir gar nichts, ich habe das überhaupt nicht in Verwendung. Einfach mal so ein bisschen Händehöhe, HTTP Caching Pro, die dürfen den Raum verlassen. und für alle anderen machen wir einen kurzen Recap, so ein bisschen, was ist HTTP Caching, ein paar Basics, vor allem in Kombination mit einem Reverse Proxy, der quasi zwischen mir, also dem Client, dem Benutzer und meiner Applikation hängt. Nochmal zurück, Caching, wieso? Also grundsätzlich gibt es sehr viele dynamische Inhalte. Das ist eigentlich der meiste Grund, den man fragt, wieso cache ich überhaupt? Ja, es ist schwierig, in die Daten zu kommen, sind sehr komplex. Das Schreiben und Lesen ist unterschiedlich, also ich komme einfach nicht so gut an meine Daten. Aber nicht nur quasi die Komplexität im Code oder die Anzahl oder die Komplexität, die es benötigt, um Dinge rauszuladen aus einem dynamischen System, sondern man muss auch ein bisschen an den Betrieb denken. Wenn ich Dinge aus einem Cache delivern kann, kann ich einfach auch weniger Performance oder brauche ich weniger Performance von meinem Serverzentrum. Also einfach auch Rechenleistung, die ich mir sparen kann. Gerade in Bezug auf Content, also Inhalte, die wir ausliefern, muss man sich auch mal die Frage stellen, wie oft wird etwas editiert, bearbeitet und wie oft wird etwas gelesen. Also wie oft ändert sich was? Das sind so zwei Themen, die uns im Caching quasi immer wieder konfrontieren. Grundsätzlich machen wir jetzt mal ein einfaches Schemadiagramm, wie läuft ein Cache oder ein Request durch einen Cache zu unserer Applikation. Wir haben einen Get-Request, der quasi uns an diesen Man in the Middle, also Proxy, Cache, was auch immer steht, gestellt wird. Wenn dieser Cache den Eintrag nicht kennt, gibt er ihn einfach weiter an die Backend-Applikation. Und die antwortet hoffentlich doch noch in einer akzeptablen Zeit und gibt das Ganze wieder zurück. Sollte ein anderer Benutzer kommen und denselben Request machen, kann der Proxy dies aus dem Cache beantworten. Was man sich da bewusst sein muss, welche Responses kann ich überhaupt cachen? Also welche sind quasi ohne Side-Effekt, welche haben keine benutzerspezifischen Informationen, welche Requests kann ich wirklich für die breite Masse cachen und einen Response generieren. Ich glaube, das ist eines der schwierigsten Themen, das zu bewerten, damit ich wirklich diesen Cache-Eintrag, also diese komplette HTML-Seite, die ich gerendert habe, in eine Storage dann ablegen kann und beim nächsten Mal wieder ausliefern kann. Schauen wir uns mal das ein bisschen auf dem HTTP-Protokoll an, wie das ungefähr ausschaut, vor allem auch in der Kombination mit Cache Expiring, weil es geht ja auch darum, nicht nur den Cache zu schreiben, sondern auch ein bisschen wenig. Get. Okay. The response könnte ungefähr so ausschauen, also wir haben einen Cache-Control-Header, der unseren
Konsumenten, einer davon ist der Reverse Proxy, der dazwischen hängt, aber auch dem Browser gewisse Informationen mitgibt. Grundsätzlich ist der Cache oder der Response cacheable, also ist er public. Wie lang kann ich den cachen, also eine TTL sozusagen, wie lang darfst du den bei dir behalten? Und da gibt es zwei Unterschiede, das ist einmal das Max Age, das ist für den Browser, der das cached, und das Shared Max Age ist für die Reverse Proxies, die dazwischen hängen. Grundsätzlich gibt es da im HTTP-Protokoll gerade einige Headers, die sich rund um das Caching kümmern. Eine zweite Variante wäre auch eben mit Expire zu arbeiten. Das heißt, ich muss zum Zeitpunkt, wo ich den Inhalt rendere, auch wieder wissen, wann er nicht mehr gültig ist. Also ich gebe ihm die Information, du kannst das cachen, aber halt zum Zeitpunkt XY musst du den wieder neu holen. Dritte Variante, wenn es um Caching und Cache-Invalidation geht, ich kann auch ein Last Modified mitgeben. Das heißt, wann wurde der Datensatz das letzte Mal aktualisiert? Das ist jetzt ein Konzept, wo der Cache oder der Browser auch nochmal eine Abfrage machen muss. Das heißt, er muss immer die Applikation fragen, hat sich was geändert seit dem letzten Zeitpunkt, wo ich mir den Eintrag gespeichert habe. Das heißt, da muss man sich bewusst sein, dass ich sehr schnell das berechnen werden oder berechnen muss oder irgendwie cachen muss dann wieder, frage ich, dass ich sagen kann, hat sich da was geändert an dieser Seite. Gerade im Bereich auf Content Management ist es gar nicht so einfach mit all den Abhängigkeiten, mit den Dingen, die man anteasert, verlinkt, verknüpft, Referenzen drauf hat. Da zu wissen, ob sich das geändert hat, ist nicht unbedingt sehr einfach. Und wie gesagt, es sind immer zwei Requests. Also die Applikation wird immer gefragt, hat sich da was geändert, hat sich da was geändert, hat sich da was geändert. Ziemlich dasselbe ist mit E-Tags. Das heißt, ich habe einen E-Tag, eine Checksum über meinen Inhalt im Prinzip, den ich mir mitgebe. Und wiederum muss ich nachfragen, ob sich die Checksumme für diesen Request geändert hat. Das meistverbreitete in Content-Management-Systemen ist das allererste, also über den Cache-Control-Header und über eine TTL zu sprechen. Macht vor allem dann Sinn, wenn ich auch mit meinem Cache sehr nah zusammen bin. Also es gibt ja in der Kette vom Browser bis zur Applikation könnten auch Reverse Proxy sein, die im Unternehmen stehen, die ich nicht unter Kontrolle habe. Aber in Applikationen, wo ich sehr nah an dem Cache dran bin, also er ist in meiner Infrastruktur, kann ich sehr gut auch mit diesem Cache sprechen. Das heißt, über die Kontrolle des Caches kann ich dann eben Invalidierung machen. Das heißt, wir benutzen im Sulu-System hauptsächlich oder nur Cache Control mit TTLs und kommunizieren mit dem Proxy. Dazu verwenden wir auch noch sogenannte Custom HTTP Headers. Also ich kann in dem Header eines HTTP Responses noch zusätzliche Informationen mitgeben, die während des Zyklus, wo der alles durchläuft, verarbeitet werden. Schauen wir uns das mal an, Custom Headers in der Symfony-Applikation oder in dem Fall wäre es auch Sulu. Get Request und die Antwort ist jetzt X Reverse Proxy TTL ist zum Beispiel eine Stunde. Das heißt, meinem Proxy gebe ich jetzt eine andere Cache TTL, als ich anderen Proxys gebe, die auf der Strecke noch dazwischen hängen. Schreibe die an meinem Proxy zum Beispiel um und sage einfach, okay, Max Age für den Client ist noch 5 Minuten oder Shared Max Age ist null, weil ich nicht möchte, dass irgendjemand dazwischen das cached, weil ich das selber kontrollieren möchte, wenn jemand das cached. Spannend, wie gesagt, geht es ja auch darum, dass wir invalidieren. Das heißt, ich kann jetzt direkt mit meinem Reverse Proxy sprechen und ihm quasi sagen, hey, unter dieser URL, dieser Eintrag ist nicht mehr gültig, nimm den bitte aus dem Cache raus und beim nächsten Request sollte das System dann hoffentlich einen neuen Request von der Applikation anfordern. Der hat wieder bestimmte Regeln, TTL wird gesetzt und wird wieder ausgeliefert, wird gecached. Grundsätzlich, diese HTTP-Headers, die da an den Folien sind, sind nicht immer komplett, sondern sind immer nur die relevanten für den Stack, logischerweise. Also für das, was ich gerade, zu dem, was wir gerade erklären. Custom-TTL-Headers können noch weiter verwendet werden. Also in unserem Fall verwenden wir Custom-TTL-Headers noch für mehr Funktionalität. Man stellt sich vor, wir haben eine Webseite, auf der wir andere
Seiten anteasern, also ganz klassische Kategorieseite, weiterführende Themen, eine Sidebar links, also komplexe Strukturen auf der Webseite. Und irgendjemand irgendwo an einer Stelle ändert eine Seite, auf die ich verlinke, und der Titel wird geändert. Da verwenden wir sogenannte Cache-Tags, um eben dieser Seite noch beizubringen, hey, du hast nicht nur bei dir Inhalt, sondern du referenzierst zum Beispiel auch noch auf andere Inhalte. Das heißt, über diesen Custom-Header X-Cache-Tags bringen wir unserem Proxy auch noch bei, dass er Referenzen auf andere Seiten hat. Und das können wir dann verwenden, um eben, falls sich eine Seite ändert, ich die zum Beispiel lösche, alle, die auf diese Seite referenzieren, schlussendlich auch expired werden, also der Cache-Eintrag invalidiert wird. Das heißt, es geht über so einen Ban-Request, das ist eigentlich keine Methode, die im HTTP-Standard drinsteht, grundsätzlich versteht aber Amarnish die, und es gibt auch sonst Reverse-Proxies, die mit Banning oder X-Cache-Expiring umgehen können. Das heißt, ich lösche die Seite Page 3 oder ich editiere die Seite Page 3. Das ist jetzt irrelevant für uns. Wir wissen, es hat sich was geändert und wir müssen unserem Proxy beibringen, dass Seiten, die auf diese Seite referenzieren, nicht mehr up-to-date sind. Das heißt, ich schicke eben einen Ban-Request an unseren Reverse-Proxy. Jetzt kommt wieder jemand, möchte die Seite, der Reverse-Proxy evaluiert diese Bans beim prüfen, ob der Request-Eintrag oder der Cache-Eintrag valide ist, und wir geben sie wieder zurück, und in dem Fall haben wir die Seite gelöscht, sie kann nicht mehr referenziert werden. Hast du ein konkretes Beispiel, was du da reinschreiben würdest? Also bei uns sind es UIDs. Wir schreiben da die UIDs drin, von eben von den IDs oder von den Identifiers, die wir referenzieren. Beantwortet das die Frage? Wenn du drei Artikel irgendwie drin hättest oder sowas, würdest du die drei IDs reinschreiben und die IDs? Genau. Bei uns ist es so, dass wir halt nicht nur Artikel referenzieren, sondern eben auch Bilder oder Kontakte oder was auch immer. Das heißt, wir prefixen das, wobei die UID eigentlich eindeutig genug wäre, aber zum einfach auch, wenn ich den Header anschaue, zum Wissen, was ist eigentlich da drauf referenziert, nur UID ist es manchmal ein bisschen schwierig, zum Wissen, was sich dahinter verbirgt. Das heißt, wir haben einen Prefix für den Type und dann kommt die ID dieses Objekts, das ich referenziere auf meiner Seite. Genau, die werden beim Rendering in unserem Prozess, wissen wir ja schlussendlich schon, was alles auf der Seite ist. Wir collecten die während dem Renderingsprozess und schreiben die dann in Header raus. Können auch ganz schnell mal 100 Stück sein. Wir haben ein Projekt im Produktionskit, Production gehabt, wo wir dann Varnish-Konfiguration anpassen mussten, weil die Seite so groß war und so viel referenziert hatte. Aber das ist bis jetzt einmal passiert ich weiß es nicht auswendig, aber es ist schon ziemlich viel, was man in diese Headers reinpacken kann. Da könnte man auch einfach Limits machen, dass man sagt, okay, ich nehme die ersten 100 Einträge und wenn es dann irgendwann wird, es einfach unübersichtlich. Also das ist schon mit Vorsicht zu genießen, aber es funktioniert sehr gut. Noch eine Frage? Standard bei Sulu, ja. Aber, kommen wir gleich noch dazu, hängt davon ab, welche Cache-Implementierung ich verwende. Also zu dem Tagging kommen wir nachher nochmal zurück. Ich werde vor allem referenzieren, wenn wir dann die unterschiedlichen Cache-Implementierungen anschauen, also Symfony und Varnish. Aber grundsätzlich cachen wir ganze Seiten. Es gibt andere CMS, die den umgekehrten Weg gehen, die kleine Fragmente cachen und dann ein großes Gesamtes zusammenbauen. Bei uns ist es umgekehrt, wir cachen wirklich die ganze Seite. Ist jetzt eigentlich, würde man sagen, ist ein bisschen schwierig, immer ganze Seiten zu cachen. Die funktionieren ja nicht alle immer gleich. Und da gibt es auch was Cooles im HTTP-Standard. Wer kennt ESI? Wow, okay, dann spoilert. Ja. Also ESI ist wirklich super, wir verwenden es exzessiv. Es macht genau das bei uns, diese Flexibilität, dass ich sage, ich cache im Prinzip das große Ganze und kann dann Fragmente ersetzen, die quasi eben eine andere Cache-Lifetime haben oder zum Beispiel auch gar nicht gecached werden sollen. Also schlussendlich funktioniert es so, dass unser Reverse-Proxy diesen Tag, also es ist wirklich ein HTML-Tag, der steht dann auch im HTML, parsed. Und diese Sub-Requests dann selbstständig absetzt. Der Request ist komplett eigenständig, einen eigenen Request, der hat einen eigenen Header.
Der kann private sein, der kann public sein, der kann anders gecached werden, wie auch immer. Es ist komplett eigenständige Request, wenn es um das Thema Caching geht. Das Antwort, also das Fragment, die Antwort wird in die Seite eingebaut und als Gesamtes ausgeliefert. Man kann sich das auch so ein bisschen vorstellen wie Ajax-Requests, die halt HTML irgendwo reinpopeln, nur das macht halt der Reverse-Proxy für uns. Meiste Frage bei uns im Slack-Channel, sie funktioniert nicht, ja, Symfony Enable. Das ist natürlich auch wieder Thema heute, Form, Performance, Komplexität. ESI ist natürlich etwas, was wir evaluieren müssen. Das heißt, es ist auch hier zu enablen, damit der Cache das wirklich erkennt. Und dann ist es eigentlich super einfach. Man kann einfach an der Twig-Stelle, an der man jetzt quasi anders reagieren muss auf gewisse Inhalte oder Inhalte anders cachen muss, einen eigenen Aufruf machen. Entweder einen Controller oder eine URL und sagen, ich hätte an dieser Stelle gerne bitte die letzten 5 Einträge und ich weiß, die ändern sich so oft. Oder ich habe ein Wetter oder was auch immer. Also Dinge, die sich einfach anders verhalten. Konkretes Beispiel ist hier, das ist ein Kundenprojekt, nicht sehr schön, darf ich wahrscheinlich nicht sagen. Über Geschmack lässt sich ja auch streiten. Aber funktionell ist es so, dass das ein Rezeptportal ist, in dem ich mich anmelde, also Community-driven ist. Das heißt, ich habe benutzerspezifische Daten. Trotzdem möchten wir aber die Inhalte cachen, weil da ist doch ein bisschen Traffic drauf und es macht keinen Sinn, diese Inhalte ständig neu zu rendern, ständig aus der Datenbank zu laden, obwohl sie sich wenig ändern. Und wenn sie sich ändern, weiß ich, dass sie sich ändern. Das heißt, wir wollen hier schon ziemlich aggressiv cachen. Hier oben gibt es einen Sub-Request, also ein Easy, der private ist. Das heißt, es macht natürlich wenig Sinn, dass wenn ich mich anmelde, der nächste Benutzer mein Profilbild sieht. Nächstes Thema. Zwischenfragen? Gerne immer stellen. Kurz auf Performance. Also, je mehr Easy-Tag, also jedes Easy-Tag, zieht er mir die ganzen Symfony-Stack hoch? Nein? Hängt davon ab, was du sagst. Also dieser Easy-Request ist ganz ein normaler Request. Der könnte auch aus dem Cache direkt beantwortet werden. Genau. Also der hat einen eigenen HTTP-Header, der hat eine eigene Cache-Lifetime, der wird wie ein normaler Standard-HTTP-Request verarbeitet. Das heißt, wenn der im Cache ist, ist es genau gleich schnell. Für Themen, die quasi private sind, muss ich natürlich dann den Code für diese Symfony-Applikation, die dahinter ist, optimieren, dass dieser Request wirklich schnell ist. Da kommen dann auch andere Caching-Layers wieder dazu, dass ich halt mir Dinge in irgendeinem Key-Value-Store noch zwischenspeichere, dass ich das wirklich performant ausliefern kann. Also das ist ein anderes Thema. Also grundsätzlich ist das Ganze ein eigenständiger HTTP-Request, der so wie der Initiale auch natürlich im Varnish wieder selber oder im Reverse-Proxy selber gecached werden kann, aber auch zum Beispiel private ist und dadurch natürlich immer die Symfony-Applikation startet. Also Antwort hängt davon ab, was das ist. Genau das wollte ich hier nochmal erklären. Also es ist ein Private Request, weil ich einfach die benutzerspezifischen Informationen oder zum Beispiel einen Warenkorb auf dem E-Commerce oder Themen, die halt quasi Side-Effects haben und not safe to cache sind, sollte ich auch nicht cachen. Hier ist es so, dass wir hier im ersten Slide immer das aktuelle Rezept, also es gibt so Empfehlungen für Rezepte des Tages und für Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Und das hat natürlich eine ganz andere Cache-Lifetime wie die ganze Seite. Also die ganze Seite hat eine Cache-Lifetime von der Woche, weil uns ist es egal, weil der Benutzer ja, wenn er sie editiert oder der Content-Manager die Seite expired wird. Aber wir müssen garantieren, dass Punkt 11 das Mittagsrezept ausgespielt wird. Das sind so Beispiele für ESI in der Praxis. Funktioniert sehr, sehr gut. Konkrete Implementierungen. Es gibt die Symfony HTTP Cache-Implementierung, die direkt im Symfony Framework Bundle mitgeliefert wird. Super einfach, um einzubauen. Pure PHP Implementation ist nicht ganz feature-complete. Also gibt einige Features, wie zum Beispiel Tagging, der im HTTP Cache von Symfony nicht funktioniert. Aber damit zu starten macht durchaus Sinn und ist auch wirklich super einfach. Also ich generiere mir meinen Cache-Kernel, wrap in meinem Front-Controller meinen Original-Kernel und mein Cache-Kernel ist jetzt für das Bearbeiten der Responses zuständig. Das ist im Prinzip das PHP-Stack-Modell, das heißt, ich wrap den Kernel mit einer Applikation rundum, der Request kommt zu mir, ich kann überprüfen, kann ich diesen Request aus meinem Cache beantworten. Wenn nein, wird die Symfony-Applikation gebootet und der Request wird weitergegeben und beim Zurückkommen spiele ich den dann wieder raus.
Was ich dann noch tun musste, ist mich natürlich um die HTTP-Headers zu kümmern und zum Beispiel eine Shared Max Edge zu setzen, damit es auch wirklich im Cache landet. Also eigentlich ziemlich einfach, um den HTTP-Cache von Symfony einzusetzen. Empfehle ich auch wirklich, ihn kann auch auf REST-API-Ebene zum Beispiel echt Performance-Schub bringen und weniger Last generieren. Also nicht nur Webseiten, HTTP-Cache macht an vielen anderen Stellen auch Sinn. Wenn es ein bisschen weitergeht und komplexer wird oder ich noch mehr Performance brauche, ich mehr Flexibilität brauche, mehr Funktionalität, dann ist Varnish so der Platz, würde ich jetzt mal so sagen. Pure C-Implementation gibt eine VCL, mit der man sich dann manchmal vielleicht ein bisschen ärgert. Und aber das Feature-Set ist wirklich super. Ganz kurz, nur Installation, ziemlich straightforward. Grundsätzlich hängt natürlich extrem davon ab, wo ihr das Ganze deployt. Aber im Prinzip ist Varnish dann dieser Man in the Middle. Ihr müsst schauen, dass der auf dem Port 80 läuft. Er weiß, wo eure Applikation ist, dass er mit dieser Applikation sprechen kann. Und dann sollte das Ganze eigentlich schon relativ gut funktionieren. Das heißt, die Installation ist natürlich sehr trivial hier aufgezeichnet, aber hängt einfach auch von eurer Infrastruktur ab. Was muss ich machen oder was sollte ich machen? Ich sollte meiner Symfony-Applikation beibringen, dass das ein Trusted Proxy ist. Das ist nicht unbedingt zwingend notwendig, hat auch lang keine Auswirkung. Erst wenn ich mich darum kümmern muss, dass ich zum Beispiel auf die Remote-IP-Adresse zugreifen muss. Das heißt, die Remote-Adresse ist ja dann nicht mehr die vom Client, sondern die vom Varnish, der dazwischen hängt. Und der wiederum schreibt die zum Beispiel in den X-Forward-Header rein, damit ich dann schlussendlich sagen kann, das kam von dieser IP-Adresse oder das kam von diesem Port oder das kam über dieses Protokoll, SSL zum Beispiel Thema. Das heißt, es macht Sinn, das im Front-Controller zu aktivieren und wie gesagt, dem Symfony-Applikation beizubringen, hey, das ist ein Trusted Proxy, der läuft auf dieser IP-Adresse, also kommt von dieser Remote-Adresse und dann kann ich auch die Forward-Headers ohne Probleme verwenden und damit arbeiten. Was muss ich noch machen, damit das auf Varnish funktioniert? Good news, in deinem Controller musst du gar nichts machen. It's the same. Also ist dasselbe, wie auf Symfony war. Das heißt, mit Symfony zu starten und dann irgendwann vielleicht Varnish zu verwenden, macht totally sense. Also macht total Sinn und erleichtert vor allem den Umstieg. Also initial muss ich mich nicht gleich um Varnish kümmern, muss nicht gleich zum DevOps gehen und sage, hey, ich brauche das, sondern probiert einfach mal mit dem HTTP-Cache aus. Ich habe so das Gefühl, dass das ein bisschen die unterschätzte Komponente in Symfony ist. Ich habe mit Fabienne auch mal drüber gesprochen und meinte, ja, ist nicht so gut, aber aus Praxiserfahrung reicht es für uns für sehr viele Webseiten, weil da geht es ja nicht darum, dass es um 10 Millisekunden schneller returned wird, sondern einfach, dass es grundsätzlich schon viel schneller ist, als wie wenn ich alles aus dem Datenbank immer lesen muss. VCL hat dann eben eine nette Konfiguration, oder Varnish hat dann diese Configuration Language. Das ist das Default, schaut so ungefähr aus, wenn man sie frisch installiert. Und es gibt dann zwei Hooks, die extrem relevant sind. Und zwar ein Hook, wenn ich quasi einen Request erhalte, habe ich die Möglichkeit, diesen Request zu bearbeiten, zu manipulieren. Und abhängig von der Bearbeitung und dem Cache-Key, der dann generiert wird, und abhängig, ob der Request Side-Effekt haben könnte, wie ein Post oder ein Cookie blockiert normalerweise auch, dass es gecached wird. Was war das? War das ich? Und VCL Deliver. Also wenn ich quasi die Antwort von meiner Applikation bekomme und die dann wieder ausspiele. Das heißt, an diesen zwei Stellen kann ich einmal auf den Request Einfluss nehmen und ich kann auch auf den Response wieder Einfluss nehmen. Eben wie ich schon gesagt habe, Cookies. Also wenn man mit Varnish arbeitet, muss man sich wirklich bewusst sein, welche Cookies kommen daher, welche Cookies sind für meine Applikation da schlussendlich relevant, welche sind nur Tracking-Cookies, die ich mal beim Varnish einfach wegschmeißen kann, die haben für mich keine Auswirkung. Und wir gehen an Stellen so weit auch, dass wir eben, wenn wir exzessiv mit ESIs arbeiten, auch eben Caches aktivieren und auch wenn Cookies da sind, cachen, also auch wenn eine Session-Cookie da ist. Man muss sich das einfach bewusst sein, was das heißt, wann ich cache und wie ich das cache und was eben Side-Effects sind. Ziemlich schnell noch ein gutes Bundle, Force-HTTP-Cache-Bundle, ist noch ein Aufsatz, eine Erweiterung auf das HTTP-Cache von Symfony, vom Standard, und bietet einige Features mehr, vor allem erleichtert es einiges, gerade
Diese Cache-Configurations kann man über Annotations angeben. Man hat einen Cache-Manager, über den man sehr gut Cache-Expiring machen kann. Es gibt eben guten Support für Tagging. Das heißt, wenn ihr eine Applikation habt, schaut euch das an. Und wenn ihr Tags braucht, könnt ihr damit gut arbeiten. Und es kann auch User-Based Context ausspielen, also User-Based Context-Based Caching. Verwendet aber eine Session für dieses Caching. Und jetzt kommt es eigentlich zum Thema des Vortrags. Nein. Und zwar geht es darum, eben auf ein und derselben URL auch unterschiedliche Inhalte auszuspielen. Also das sind die Anforderungen der neuen Marketingkampagnen. Ich muss zielgerichtete Inhalte ausspielen auf derselben URL. Ich weiß, du bist Zielgruppe XY, Vegetarier oder was sind Fleischesser? Oh, ja. Auf jeden Fall möchte ich dem halt zielgerichtete Inhalte ausspielen auf derselben URL. Es geht grundsätzlich nicht um den Artikel selber, sondern meistens geht es darum, Sidebars oder weiterführende Themen quasi schauen, dass er länger auf meiner Seite bleibt, dass er mehr engaged ist mit dem Content, den er deliver. Das sind so ungefähr Audience Targeting Goals. Also wir wollen zwischen Zielgruppen unterscheiden, den Inhalt, den wir ausspielen. Wir wollen zu bestimmten Zeitpunkten Rules evaluieren. Also quasi eine Rule konvertiert einen Visitor in eine Zielgruppe. Und wann diese Rule ausgeführt wird, gibt es eben auch unterschiedliche Anforderungen. Ich möchte quasi, wenn du das erste Mal auf meine Website kommst, möchte ich eine Rule ausführen. Wenn du den Browser schließt, wieder öffnest, dann möchte ich nochmal was evaluieren. Oder auch bei jedem Request, den du machst, will ich irgendwas prüfen, hast du irgendeine Aktion auf meiner Website ausgeführt, die dich dann zum Beispiel konvertiert. Hast du einen Download getriggert? Hast du ein Formular abgesetzt? Also es gibt auch eine Application-Interface, wo man mit diesem System arbeiten kann, also von Zulu aus, und dann auch manuell quasi über Triggers Konversationen machen kann von einer Zielgruppe in die nächste. Für uns war extrem wichtig, dass es eben ohne Sessions funktioniert. Da konnten wir die Implementierung vom FOSS-HTTP-Cache-Bundle nicht verwenden, haben uns aber da extrem inspirieren lassen. Und wir wollen natürlich auch diese Request cachen. Das heißt, wir wollen pro Zielgruppe im Prinzip eigene Varianten von jeder Seite haben. Kurz zur Administration. Ich kann in der Oberfläche in Zulu sogenannte Zielgruppen hinterlegen. Ich kann sogenannte Regelsätze definieren. Eine Regel besteht aus mehreren quasi Conditions. Und Conditions gibt es verschiedene Optionen, was ich kann. Also er öffnet eine bestimmte Seite, er hat eine bestimmte Sprache, er kommt von einer bestimmten Seite. Das ist total spannend. So könnte man mit Google Keywords zum Beispiel arbeiten, aber Google verhindert es, dass man das bekommt. Aber auch Query Strings, also wenn ich eine Marketingkampagne habe, wo ich Werbung schalte für eine bestimmte Zielgruppe und der kommt über diese Seite zu uns, dann kann ich ihn auf meiner Seite sofort mit dieser zielgerichteten Kommunikation ansprechen. Browser und Operating Systems muss man halt haben. Die Frage ist, was für einen Wert du da daraus ziehst, um deine Zielgruppe zu erkennen. Oben sage ich noch, wie oft dieses Regelwerk oder wann dieses Regelwerk evaluiert wird, eben einmalig bei jedem Öffnen des Browsers, also für jede Browser-Session oder bei jedem Request. Das nächste ist, dass ich dann Inhalte, die ich pflege bei uns im System, auch mit einer Zielgruppe assoziiere. Also ich sage, diese Seite ist grundsätzlich zum Beispiel für Developer interessant. Diese Seite ist grundsätzlich für Marketing-Leute interessant. Das ist halt ein Case, den wir an unserer eigenen Seite ausprobieren. Und dann muss ich halt da, wo ich dann teaser, also wo ich andere Seite anteasere, das Feature auch aktivieren. Das heißt, ich möchte jetzt zum Beispiel weiterführende Themen zielgerichtet ausspielen. Das kann ich explizit für bestimmte Inhalte einfach sagen, an bestimmten Stellen in der Webseite. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, wie cache ich das Ganze? Also wie kriege ich das auf das HTTP-Caching drauf? Warai-Header. Kennt den jemand von euch? Okay, zum Glück. Doch nicht alles umsonst. Warai-Header ist ein Header, der es uns ermöglicht, quasi Varianten von derselben Seite auszuspielen. Und Reverse-Proxies können dann auf dieses Flag reagieren und ein extra Derivat für diese Kopie ablegen. Das heißt, ich habe unter derselben Seite verschiedene Varianten. Konkretes Beispiel zum Beispiel auch für Encoding wird das oft verwendet. Das heißt, ich gebe mit, ich hätte gerne einen Gzip oder Deflate. Je nachdem, was ich kann, liefere ich dir das aus. Der Reverse Proxy Cache ist zum Beispiel eine gezippte Variante, also eine Gzip-Variante.
liefert sie aus, der nächste Benutzer hat dasselbe und dann kommt einer, der hätte gerne die vielleicht von derselben Seite und der Request geht dann unsere Applikation. In dem Fall wird es wahrscheinlich eher Nginx oder was auch immer machen und spielt es aus. Dasselbe Prinzip in Kombination mit Custom Headers verwenden wir jetzt eben, um unsere Zielgruppen gerichtete Inhalte auszuspielen. Es wird jetzt ein bisschen komplexer, ich hoffe, ich kann es gut erklären, aber im Prinzip das allererste Mal kommt ein Benutzer auf unsere Seite und wir kennen den nicht. Das heißt, wir transformieren den Request in einen Sub-Request, den wir selber triggern und sagen, hey, ich brauche jetzt von der Applikation, gib mir mal die Information, welche Zielgruppe dieser Benutzer ist. Das heißt, ich mache zuerst den Request auf Sulu underscore target group mit dem Custom Header von der Originalseite, die der Benutzer angefragt hat. Dann kriege ich eine Antwort, sage, hey, Zielgruppe 1, super. Wie auch immer das stattgefunden hat, das ist jetzt sekundär, aber es geht darum, dass wir ein Ruleset haben, evaluiert haben und es ist eine Zielgruppe rausgekommen. Super, wir haben ja uns den Original-Request gespeichert, setzen den wieder auf den Request zurück mit der neuen Zielgruppe, kriegen Inhalt zurück, kriegen eine TTL zurück und können das jetzt an den Konsumenten ausliefern. Und wir schreiben jetzt einige Informationen, die wir quasi als Custom Headers dem Reverse Proxy schicken, transformieren wir in Cookies, damit sie quasi beim Benutzer persistent abgelegt werden. Cookies 2, erstes ist quasi die Zielgruppe, die hat eine TTL von hoffentlich läuft sie nie ab. Cookie 2, zum einfach sagen, für diese Session, also für diese Browser-Session, wurde die Evaluation schon mal gemacht. Nächster Request, ich habe schon eine Zielgruppe, ich habe grundsätzlich auch für diese Browser-Session die Evaluation schon gemacht, ich kriege eine Antwort aus dem Cache. Ich surfe weiter über die Seite, About us, ich weiß, welche Zielgruppe. Ich weiß auch schon, dass er diesen Browser schon mal aufgemacht hat, also das ist eine Browser-Session. Und ich muss jetzt nicht mehr diesen Sub-Request machen, um die Zielgruppe zu evaluieren, sondern kann direkt wieder an die Applikation gehen, da ich schon weiß, welche Zielgruppe er ist. Und wieder einen Response, den Cachen. Nächster Benutzer mit derselben Zielgruppe kriegt die Antwort aus dem Cache. Gut. Implementierung, Symfony HTTP Cache. Kann das out of the box nicht. Wir haben einen Wrapper geschrieben für den Symfony HTTP Cache, eine eigene Custom-Implementierung, die halt diese Funktionalität zur Verfügung stellt. Wenn es eben wirklich im Detail interessiert, gerne mal da reinschauen in die Komponente. Wir haben in unserer Standardinstallation natürlich auch schon einen Cache und müssen jetzt im Front-Controller noch das Property auf True stellen, also dass er wirklich auch zielgruppengerechtete Inhalte ausspielt. Hat wieder damit zu tun, dass es natürlich eine gewisse Komplexität ist. Es gibt viele Projekte, die gar kein Audience-Targeting verwenden, weil die Technologie ist eines, das dann wirklich umzusetzen in zielgruppengerechtete Inhalte ist was anderes. Also gibt viele Projekte, die das gar nicht verwenden. Da haben wir das Feature quasi disabled. Wieso nicht über Konfiguration? Frage. Bevor die Frage kommt, frage ich sie selber. An der Stelle habe ich noch gar keinen Container. Also ich bin ja im Front-Controller und könnte das über eine Umgebungsvariable noch schreiben, wie auch immer. Varnish. Juhu. Ich habe noch niemanden gehört, der VCL liebt. Weil, ganz einfach, wir kopieren diese VCL einfach durch die Gegend so lange, bis sie dann irgendwann funktioniert. Schauen wir uns mal die VCL an, um eben Audience Targeting zu aktivieren. Es wird ein bisschen komplexer jetzt. Default VCL, wir importieren ein Modul von Varnish selber, um Headers besser manipulieren zu können. Also ein zusätzliches Paket, um eben Headers besser zu aktivieren. So, es wird spannend. In diesem Fall gehen wir davon aus, dass wir keine Session brauchen, um die Webseite zu rendern. Wir brauchen keine Cookies im Backend grundsätzlich. Das heißt, wir droppen mal alle Cookies. Das erste ist, wir überprüfen konkret, ist das Cookie am Request quasi für die Zielgruppe und auch das Cookie für der Browser ist quasi gestartet worden, schon gesetzt.
Also für hat dann neue Browser aufgemacht, weil wir da ja quasi eine andere TTL auf diesem Cookie haben. Das sollte der Browser beim Schließen auch dieses Cookie wirklich löschen. Sollte das der Fall sein, setzen wir die Zielgruppe und der Request geht im Prinzip einfach durch. Sollte das nicht der Fall sein, haben wir so auf dem Request, gibt's, also manisch kann Requests restarten. Und da gibt es einen Restart-Counter. Und wenn der Request noch nicht neu gestartet wurde, machen wir jetzt genau diese Transformation. Also wir speichern uns den Original-URL auf dem aktuellen Request in einem Custom-Header. Wir lesen auch schon die Zielgruppe aus, falls es eine gibt. Also es gibt ja auch die Option, dass ich schon eine Zielgruppe habe, aber den Browser gerade neu geöffnet habe. Und dann überschreiben wir im Prinzip die Original-URL und dann wird der Request ausgeführt und geht jetzt quasi an unseren Controller, der möglichst effizient die Zielgruppe evaluiert. Dann kriege ich einen Response, in dem der Custom Header XSulu Target Group gesetzt ist. Den nehme ich mir raus, in dem Fall, schreibe ihn eben als Cookie in den Request wieder rein und restarte wieder den Request. Ich hüpfe wieder zurück, weil ich ja den Request quasi neu gestartet habe. Komme jetzt in den Fall, der Restart-Counter oder Restarts ist größer als Zero. Das heißt, ich nehme mir aus dem Request, der hier kommt, wieder die Original-URL, setze die als Request-URL und verwirf auch diesen Custom-Header. Dann geht der Request wieder raus an unsere Applikation. Wir kommen zurück. Es gibt grundsätzlich Content, der zielgruppenspezifisch ist. Also dieses Vari-Header immer auszuspielen, wäre natürlich auch sehr ineffizient, wenn ich quasi immer sage, okay, schau auf diese Zielgruppe. Das heißt, wir spielen diesen Vari-Header nur dann aus, wenn auf dieser Seite auch wirklich zielgerichteter Content ist. Das heißt, Seiten, die keinen zielgerichteten Content ausspielen, für die setzen wir auch diesen Header nicht und dann wird auch keine Variante für das gebaut. Sollte jetzt aber eine Variante gebaut werden oder gespeichert werden im Cache, dann setzen wir auch die Max-Age vom Client und die Shared Max-Age für alle Proxys, die dazwischen hängen, auf 0, sodass wir gewährleisten können, dass wenn eine neue Evolution auf dieser Seite passiert, das nirgends in einem Cache hängt. Das ist ein kleines Detail, aber sind wir einfach beim Testen draufgekommen, dass halt, wenn es zielgerichteter Content ist und ich dann über eine Aktion die Zielgruppe ändere, er immer noch den alten Content oder den Content für die alte Zielgruppe ausgeliefert bekommt. Sehr ein kleines Detail. Nichtsdestotrotz muss ich auch aus dem Request die Cookies nehmen und ebenfalls wieder rausspielen auf den Request, auf den Response. Ziemlich kompliziert. Darum Copy vom Docs. Das sich selber zu arbeiten ist sehr aufwendig. Es geht oft sehr hin und her zwischen diesen Requests und Request-Headers. Was steht im Cookie, was steht im Header? Es ist ziemlich kompliziert. Funktioniert aber sehr, sehr gut, wenn man es mal zum Laufen gebracht hat. Man muss nämlich diese VCL natürlich dann auch noch auf seinen eigenen Use Case anfassen. Also kann ich wirklich alle Cookies wegschmeißen? Habe ich eine Session? Habe ich andere Themen, die ich berücksichtigen muss? Jetzt haben wir grundsätzlich im Varnish und im Symfony jeweils die Evolution für Initial, also wenn ich keine Zielgruppe habe und den Benutzer nicht kenne, oder auch wenn er einen neuen Browser öffnet, gemacht. Wie würde man jetzt quasi das für jeden Request machen? Das heißt, dann wäre ja jeder Request langsam und in jedem Request müsste ich die Zielgruppe evaluieren. Das ist auch ein Feature, das nicht unbedingt massiv verwendet wird, sondern eher interessant ist, um nachgelagert auf Aktionen zu reagieren. Das heißt, das ist good old JavaScript, das heißt, es ist ein Ajax-Request, der einfach bei jedem Call von einer Seite, die einen Vari-Header hat, noch ausgespielt wird, um zu analysieren, ist irgendwas im Hintergrund passiert. Ich könnte mir zum Beispiel ein Tracking aufbauen, dass ich weiß, ich habe zielgerichtete Seiten, ich merke mir, was er grundsätzlich ansurft und irgendwann durch irgendeine Aktion oder einfach durch das, dass er länger über meine Seite surft und ich dann weiß, er fällt in die Zielgruppe, weil er 75% von dieser Zielgruppe angeschaut hat, dass ich dann zum Beispiel ihn in der Zielgruppe konvertiere. Ja, also das ist noch ein kleines JavaScript, das hinten raus einfach einen Ajax-Request absetzt, der eigentlich auch keinen Einfluss aufs Rendering hat. Gut, das war's. Dankeschön. Gibt's Fragen? Alle Fragen schon beantwortet?
Genau, also wenn ein Benutzer eine Seite speichert, wenn er einen Kontakt editiert, was auch immer, einen Artikel editiert, beim Speichern oder nach dem Speichern wird quasi mit dem Reverse Proxy kommuniziert. Also man muss sich einmal bewusst sein, dass dieser Reverse Proxy gehört im Prinzip auch zu meiner Infrastruktur, zu meiner Applikation, mit dem kann ich sprechen, mit dem kann ich einfach interagieren. Dankeschön. Und viel Spaß beim Bier.